Willkommen zurück zu Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Letztes Mal sind wir hier in der Reinhold-Villa angekommen, haben jede Menge Rätsel gelöst, wie immer. Etwas Neues erhalten von unserem Koffer, nämlich der Puzzle. Tja. Und jetzt Katzenzeit, würde ich mal sagen. Katzentime. Ja, Katzin. So? Oh, you must be Professor Layton, I presume. It's an honor to make your acquaintance. Oh no, the pleasure's all mine. Hmm? Oh no! Luke, what are you doing? Come back, sweetie! Ah, yeah. Ja, ihr Baby ist abgehauen, ne? Matthew, wo bist du überhaupt? Du bist Professor Layton, mein Name ist Gordon. Ich bin... keine Ahnung, wer. Aha, was mit dir, Bursche? Simon, der Neffe des Barons? Und Gordon ist sein Bruder, habe ich das richtig verstanden? Bla bla bla, du hast ein Rätsel für uns. Das ist alles, was ich gesucht habe. Ja. Arc and Line. Oh. Wie lang ist die Diagonale AC? There we go. Ja, dachte ich mir. Sehr schön. Mal gucken, ob wir das Bild nochmal sehen, dann kann ich es auch kurz erklären. Ja, genau. Radius hier 10 Inches. Mit anderen Worten, das sind auch 10 Inches und ja, Diagonalen sind gleich lang, also ist AC 10 Inches. Wunderbar. Logisches mathematisches Denken. Also gut, dieses Spiel ist nicht unbedingt jetzt für kleine Kinder gedacht, sag ich mal. Also so, das hier ist jetzt Geometrie, so. Deshalb ein bisschen Mathekenntnis muss man vielleicht schon haben, aber naja. Schönes Puzzle. So, meine Liebe, was gibt's denn? Was ist passiert? Claudia ist abgehauen. Habt ihr sie gesehen? Nein, ich habe sie nicht gesehen. Habt ihr gesehen, wie sie weggerannt ist? Ja, wenn ihr die Katze meint, die ist rausgerannt. Ja, wir sollen die Katze wiederholen, um es kurz zu machen, ne? Ja. Ja, wir suchen die Katze, wenn ihr mal aufhört zu reden. Ach so, genau, und da war jetzt noch was. Mit Fellknäuel. Such die Katze in St. Mystère. Speichern, warum nicht? Einfach mal schreiben. Schon fast eine Stunde. Ja. Mal gucken. Journal, irgendwas Interessantes. Ja, die Katze, genau, wie sie abgehauen ist. Und Mysterium, haben wir was Neues, nämlich das Geräusch. Wenn sie sich mit Lady Dahlia getroffen haben, gab es eine Art Erdbeben oder sowas. Ist alles gewackelt, also gab es ein lautes Geräusch und alles hat gewackelt. Ja, und Claudia ist abgehauen. Ah, wo könnte dieses Geräusch hergekommen sein?
Das ist die Frage. Gibt es hier noch irgendwas zu holen? Ich denke da vor allem an sowas. Oh, Kronleuchterrätsel. Oh, nein, ein verstecktes Rätsel. Einfach so. Das steckt da in einem... Ach du Kacke. Nummer 110. Okay, das sind wirklich diese versteckten. Achso, wir sollen jetzt einen Teil hier wegnehmen, damit es drei werden. Müsste, glaube ich, der sein. Ja, dann sollten es ja nur noch drei sein, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ja, vielleicht auch nicht. Achso, oh, mein... Ah ja, nee, ich weiß, was gemeint war. Das war aber auch schlecht erklärt. So meinte er das. Ja gut, ist halt schlecht beschrieben, nur einen bewegen. Aber Move heißt genauso gut entfernen im Englischen, deswegen habe ich jetzt falsch verstanden. Naja. Aber ist klar, ne? Genau so habe ich mir es nämlich auch vorgestellt. Gut. Dreidimensionales Denken. Ist nicht immer einfach. Piece of Cake, ja gerne. Kuchen ist lecker. Ich mag Kuchen. Matthew, kannst du uns noch irgendwie helfen mit der Katze vielleicht? Eine Idee. Ja, er sucht schon mal hier auf dem Gelände. Wir suchen draußen. Finde, weißt du doch. Ja, da ist sie. Und weg ist sie. Eine Katze fangen ist gar nicht mal so einfach, ne? Naja, einen Hund einzufangen ist auch nicht gerade so einfach, wie man vielleicht denkt. Immer weiter rennen. Ach, stimmt ja. Ja, sieht aus, als wäre der Motor im Arsch. Das ist ein Mysterium, ne? Die berühmte... Keine Ahnung. Entschuldigung, das verstehe ich jetzt teilweise selbst nicht, was da steht. Irgendwas hat er gegen Layton, so viel habe ich kapiert. Hast du die Katze gesehen? Ramon. Wir suchen die Katze. Die Katze ist schon unterwegs, ne? Hast du die Katze gesehen? Design könnte es irgendwo vorbeigekommen ist. Bla bla bla. The Fluffy White Killer. Okay. Town Square. Komischer Typ. Ach so, ja. Aber vorher will Late noch dahin. Oh! Ja. Oh! Ein Stuhl. Noch ein Rätsel. Which chair? Genau, welchen Stuhl sollte man für eine Konzerthalle oder sowas nehmen, ne? Das müsste eh sein. Also welcher Stuhl macht am meisten Sinn, war es, glaube ich, oder so. Ich habe es nicht genau gelesen, ich erinnere mich einfach noch daran. Und E ist logisch, weil man kann sie stapeln. Also Platz sparen, verstauen, logischerweise, ne? Oh, und wir haben noch ein Puzzleteil bekommen, das ist gut. Und die Kerze ist doch auch noch ein Rätsel, soviel ich weiß. Daran erinnere ich mich nämlich noch, an so ein Kerzenrätsel. Es kann natürlich sein, dass ich aus den ersten vier Laytons jetzt immer gerne Rätsel durcheinander werfe, aber... ich glaube, an viele erinnere ich mich noch.
Blablabla. Ah, Moment. Sorry für den Schnitt. Sorry, dass ich jetzt wahrscheinlich erstmal für die nächsten paar Minuten ein bisschen schlechte Laune habe, aber meine Familie versteht es halt, mir auf die Nerven zu gehen. Lösung ist null. Ich habe jetzt keine Lust, das zu lesen. Dann ist Lösung eben nicht null. Ah, scheiße. Gut, dann lese ich mir vielleicht doch erstmal durch, was da überhaupt steht. Bla bla bla. Ach so. Ja, Denkfehler. Ja, schön, gut, Rätsel, toll. Ja, ich bin jetzt ein bisschen genervt und ich sollte wahrscheinlich jetzt einfach erstmal eine Pause machen, aber ich möchte jetzt ja irgendwie auch hier den Part noch zu Ende bringen, ne? 10 Minuten noch, also nicht mal mehr. Ja. Irgendjemand hat die Kurbel von der Brücke geklaut, ha? Ja. Ah ja, die Brücke hochgezogen, dann die Kurbel geklaut. Also kommt keiner mehr raus. Niemand kommt rein, niemand kommt raus. Und irgendwas habe ich gewinnt. Ach, genau. Habe ich völlig vergessen, das gab es ja auch noch. Hey, da ist die Katze. Ah ja, stimmt. Luke kann besonders gut mit Tieren. Und weg ist sie. Alter, du bist neu. Er geht schon mal, das ist gut, ne? Ja, ich hab die Katze gesehen. Sie... also ja, sie hat dir fast ein Auge ausgekratzt, ne? Ja, du glaubst, die Katze würde dich umbringen, okay. Sie ist nach Westen gerannt. Das ist schon mal einfach. Dann wissen wir, wo, in welchem Bereich wir bleiben müssen. Ach, genau. Wir sollten vorher noch was, was tun, nämlich wir sollten zum Inn. Erstmal ein Rätsel machen. Nummer 112. Ach Quatsch. Ja, ich rede gerade erstaunlich wenig. Ich bin jetzt so ein bisschen angepisst. So sollte es aussehen. How does this sound? Eine Silhouette. Naja, was hast du für uns, Lady Beatrice? Mach den Mund zu. Bla bla bla. Ja, wir pennen auf dem Dachboden, ne? The Attic.
Und wir dürfen die Räume auch selbst einrichten, wenn wir denn solche Sachen noch kriegen dafür. Ein kleiner Stuhl. Läden. Man kann ja mal gerade gucken. Ach, jede Menge neue Sachen. Das Inn. Hier die Kurbel, die geklaut wurde. Jemand hat die Kurbel gestohlen. Und jetzt kommen die mal rein und raus, wa? Ja, bis sie zurück ist, kommen wir auf jeden Fall nicht raus. Wieso sollte sie jemand stehen? Was haben wir noch? Hier neue Teile fürs Puzzle. Hier irgendwelche Teile. Und damit kann man halt etwas bauen. Toll. Und das Inn, genau. Damit kann man auch Sachen bauen. Also, nein, stimmt nicht. Ja, komm. Rede nicht so viel. Er will mehr Sachen haben. Er hätte auch gern mehr Sachen. Jetzt kann man überlegen, wem würde es wohl mehr gefallen. Man hört hier unten schon, ne? Also Luke klingt so nicht so sehr begeistert davon. Dieser Stuhl ist wahrscheinlich unbequem, so wie der aussieht. Layton ist damit einigermaßen zufrieden. Also kriegt er ihn. Ich weiß nicht, ich glaube, alles habe ich da nie gefunden, aber was soll's. Naja, jetzt suchen wir wieder die Katze. Hast du mir was zu sagen, Kumpel? Little Practice, also kriegen wir auch von dir noch ein Rätsel. Five Card Shuffle? Oh, cool. Also, ja, welches Bild gehört nicht dazu? Welcher gehört nicht dazu? Es ist wieder so bildliches Vorstellungsvermögen gefragt. Ich komme gerade nicht drauf. Also ich würde sagen, die beiden sind zumindest identisch, ne? Was ist mit dir? Ihr scheint auch identisch zu sein, denn da fällt ihr drei ja gleich. Was mit C? Scheint aber auch genau gleich zu sein. Welches gehört nicht dazu? Ja, toll. Jetzt geht sowas wieder los. Ich sehe den Unterschied einfach nicht. Ah. Professor. Nochmal. Gerade als ich dachte, ich hätte einen Unterschied gefunden, ja? Ich sehe es nicht. Warum sehe ich das einfach nicht? Ah. Ja, okay. Moment.
Man hat sowieso nur 25% Chance, richtig zu liegen, ne? Ah, ja. Das war ein blöder Unterschied, den sie genommen haben. Das ist die Art und Weise, in der die mittleren Karten gestapelt waren. Die war falsch. Ah. Blödes Rätsel. Ganz blödes Rätsel. Oh, noch ein Stück für das Puzzle. Das ist toll. So, dann gehen wir weiter nach links. Und, oh. Machen wir heute Schluss. Ja, mit den Leuten reden wir zum nächsten Mal. Ich hoffe, es geht mir jetzt schon wieder ein bisschen besser. Also, bin wieder etwas glücklicher, sag ich mal. Ja, beim nächsten Mal geht es mir wieder gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.